Hallo. Hallo, Eberhard. Andrea. Die wurde mir angekündigt von einer Bekannten von mir, der ich auch mal Schauspielunterricht. Orientierungssuchend im Grunde. Er halt in einer zu starken Männlichkeit, was er mit Männlichkeit definiert. Und wir, dass wir uns emanzipieren wollen oder besonders selbstsicher und selbstbewusst sein wollen, was ja beides ein bisschen zu weit führt. Oh. Hi, ich wollte zu. Ich bin doch hierbei. Unscheinbar. Was? Blattner. Tom Blattner. Kannst mich Tom nennen? Annette. Kannst mich Annette nennen. Manfred hat mich eingeladen. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ganz ehrlich sagen, ich habe auch in der Schule bei den Lehrern, die am strengsten waren, eigentlich am besten gelernt. Oder die mir am genauesten einfach gesagt haben, wie und was ich zu tun habe. Und bei dem Buch war halt, als ich es gelesen habe, das ist ja, das eine ist der Beruf und das andere ist ihre, wie sie glaubt, ihr Liebes- und Lebensglück zu finden. Das ist ja dann wieder eins. Und beim Dr. Wedel ist halt, das ist halt ein Regisseur, der einen ganz genau führen kann. Wo man auch vom ersten Tag, wenn man an Drehort kommt, das Gefühl hat, hier ist jemand, der ganz genau weiß, was ich tun soll. Und das ist klasse, weil wenn man so ein unsicheres Gefühl hat und Regisseure, die ständig mit einem diskutieren wollen über die 100 verschiedenen Arten, wie man jetzt diese Rolle angehen könnte, dann wird man völlig verrückt.